Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge von The Crooked Man. So, wir haben in der letzten Folge, wenn ich mich recht entsinne, genau diese Tür gefunden im Personalraum und dazu brauchen wir einen Türknauf und David will unbedingt rein, weil er ein Weinen gehört hat, das sich sehr gruselig angehört hat und ich will da unbedingt jetzt nicht unbedingt rein. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Ja, aber gut. Und wir haben ja auch einen Schlüssel bekommen für den Raum 107. Und da gehen wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Weil so kommen wir jetzt nicht weiter. 107. Ist es hier? Oh ja, 107. Das ist dann wahrscheinlich ganz hinten. Okay. Oh Gott, da wollte ich gar nicht rein. Ach, da geht er rein. Okay. Ich gucke mir erstmal hier oben. Die Regale sind leer. Und der Kleiderschrank ist auch leer. Ich denke mal hier, die Uhr arbeitet wieder nicht. Ich denke mal, hier sitzt nichts anderes als sonst. Dann gehen wir mal ins Badezimmer rein. Da war doch irgendwas von wegen, man müsste das reparieren. Die Tür hat keinen Knauf und wird sich nicht öffnen lassen. Okay. Die ist so auch. Das Wasser ist schon ganz braun. Ugh. Igitt. Hat er nicht gespült? Und der Spiegel ist dreckig. Okay. Drüben? Ach, der Türknauf. Okay, ein Türknauf. Oh ja, das Journal hat erwähnt, dass irgendwas an dieser Tür repariert werden muss. Ja, dann reparieren wir die doch mal. Maybe, vielleicht funktioniert es ja an der Tür mit dem, also ohne den Knauf. Es ist dieselbe Art. Ich versuch's mal. Ich will nicht. Ach, Manu. Mann. Ach, es hilft wohl nichts. Aber ich speichere davor natürlich nochmal. Ich will nämlich gar nicht wissen, wer da hinten drin war. So, einmal speichern. Und einmal reingehen. Wir haben den Türknopf angebracht. Hier ist ja gar niemand. Okay, gefüllt mit Novellen. Gefüllt mit Touristeninfos und Karten und gefüllt mit Büchern und Bücher über die Hoteladministration. Okay, hier kann man nichts machen. Da hängt wieder so ein Board. Buch des Monats, der strenge, ach, der strenge, Mann, bin ich blöd, der Strange, der befremdliche oder der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Okay. Ist wahrscheinlich so eine Art Sherlock Holmes-Buch, oder? Ach, mehr nicht? Okay. Buch des Monats. Okay. Der Mülleimer ist leer. Ein Telefon. Okay. Oh. Oh Gott, eine Luke. Ich will nicht. Was ist da unten? Eine kleine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Aber es sieht nicht so aus, als hätte sie ein Schloss. Ja. Quatsch, nicht speichern. Items. Und dann, wie. Okay. Nee, dafür ist der Schlüssel nicht. Okay, wie kriegt man das auf? Haben wir irgendwas, wie wir das aufkriegen können? Sollten tun, machen? Okay. Okay, da kommen wir so nicht rein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Was war denn da? Da war ja so nichts. Gab's da hinten noch was? Okay, hier ist auch nichts. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Irgendwas in der Bibliothek vielleicht? Eine Pflanze, aber da ist jetzt nichts. Okay, mal gucken.
Ich verstehe es nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, da hinten geht's auch nicht weiter. Hä? Aber wir haben auch... Bin ich jetzt zu blöd oder haben wir... Habe ich was übersehen? Okay. Okay, da geht's nicht rein. Ich glaube, da hinten war nichts, genau. Hä? Das muss doch aufgehen, die Klappe. Oder bin ich jetzt blöd? Es scheint kein Loch, kein Schloss zu haben. Ja, natürlich nicht, aber... Hä? Gab es da noch was? Buch des Monats. Der seltsame Fall von Dr. Ch- Buch des Monats. Ist da ein Buch drin? Hat vielleicht damit was zu tun? Vier Kapitel von einem Buch, die mysteriös verschwunden. War das vielleicht das Buch? Da müssten wir in der Bibliothek nach. Ich gucke nochmal hier unten nach, ob da irgendwas ist. Und wenn da nichts ist, dann gehen wir nochmal kurz zur Bibliothek. Quatsch, rein. Nee, geht da nicht. Okay. Okay. Hier drin war aber auch nichts mehr, ne? Sieht wie das Badezimmer aus. Okay, da geht jetzt nicht mehr rein. Oder das. Nee, das war 107. Ja, achso, und da? Was war da? Ach, da braucht man ein Passcode. Ja, okay. Können wir wieder rausgehen? Ich schaue mir noch ein bisschen um. Ja, okay, aber wo geht's denn jetzt weiter? Und wo ist eigentlich die Sissy hin? Ich habe die jetzt gar nicht mehr gesehen. Die wird ja aber kaum in die verschlossenen Räume gegangen sein, weil scheint sie ist ein Geist und kann durch die Wände gehen. Okay, versperrt. Okay, ich bin ein bisschen überfragt gerade. Ich gucke jetzt nochmal in die Bibliothek oben, in die Librarie. Und wenn da nichts ist, dann würde ich jetzt schon mal ein bisschen rumgucken und das zusammenschneiden, weil ich glaube, das ist ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt die ganze Zeit gucke. Vielleicht hat es ja was mit dem Buch des Monats zu tun. Was war denn das? Wie hieß denn das nochmal? Das, oder? Da ist aber nichts. Hä? Okay. Was? Nee, ich bin jetzt gerade überfragt, wo das sein könnte. Oder es ist ja weder nur das oder. Ach, das war nur sein Kommentar dazu. Okay, ja, dann werde ich wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen rumsuchen und dann das zusammenschneiden, weil es bringt ja jetzt nicht, wenn ich das jetzt hier alles, hallo, onscreen mache und nicht finde. Das ist, okay, da machst du auch nichts mehr. Das langweilt euch ja nur. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier einen Cut und schau mich mal ein bisschen um. Genau, weil so finde ich jetzt gerade nichts hier. Okay. Bis nachher. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mich jetzt echt umgesehen. Gott, war das eine Suche. Ja, ein bisschen rumklicken hilft manchmal. Man muss sich in dem Spiel echt nochmal alle Gegenstände irgendwie so angucken. Und ich habe jetzt eine Bodenplatte gefunden, die lose war. Den Dialog hat es bloß gerade weggeklickt, als ich die Aufnahme gestartet habe. Ja, und die lose Bodenklappe, die man, ja, man kann sie erkennen, aber es ist ein bisschen, ja... Bisschen blöd gewesen. Also ich bin dann nochmal in den Raum und habe geguckt mit der Luke da und nein, das war ein bisschen blöd. Aber nichtsdestotrotz, die Bodenplatte. Und da können wir jetzt draufstampfen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Ja. Und? Können wir jetzt da rein? Oh Gott, ja, okay. Es hat sich geöffnet. War dieser Mechanismus auf dem Boden deswegen da?
Das ist eine Leiter. Sie geht runter. Irgendwo anders hin. Vielleicht sollte ich das ausprobieren. Oh Gott, ich will eigentlich gar nicht. Nein, ich wollte speichern. Oh Gott, nein. Darf ich vielleicht speichern davor? Ich kann nichts sehen. Ich brauche ein Licht. Ja, ich speichere erstmal. Und dann, Item. Ist doch gut. Item. Wir haben doch... Ach genau, wir haben ja ein Feuerzeug. Okay. Lampenöl. Voll von ungenutztem Equipment. Eine hölzerne Kiste. Ein ungenutzter Stuhl. Ah! Gott, da steht ja jemand! Nein, 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 ich guck mich erst noch um. Eine Trommel, riecht wie Benzin. Okay. Ich weiß jetzt echt nicht, wie dieses, was das Wort heißt. Ja, irgendwelche Güter halt wieder. Ein Hölzer, eine Kiste. Oh Gott, ich will da unten gar nicht hin. Ich habe gerade erst gespeichert. Ne? Ich will nicht. Eine Figur kriecht auf dem Boden. Oh Gott, kriechen. Viecher sind nie gut. Bist du in Ordnung? Warst du hier eingesperrt? Oh Gott! Was? Oh Gott, ist das eklig. Oh, mit Illustration. Das ist schön. Was? Bist du... Okay? Wow. Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Oh Gott! Ah! Ah! Oh Gott, ist das eklig. Bleib weg! Komm mit dir! Ich geh raus! Tschüss! Ah! Oh Gott! Verdammt! Lass mich los! Lass mich los! Wegschütteln! Natürlich! Oh Gott! Ja. Oh Gott! Was war das? Sein Nacken war ganz krumm. Oh, der krumme Mann, okay. Kann nicht menschlich gewesen sein. Ja, also ganz gesund sah das nicht aus. Oder wäre ich jetzt einfach nur verrückt? Dieses Ding konnte doch nicht real sein. Oh Gott. Ich muss einfach nur Dinge gesehen haben. Ich bin nur müde. Das ist alles. Oh, ich fühle mich krank. Oh Gott. Ich frage mich, wo Sissy ist. Hat sie gefunden, weswegen sie hergekommen ist? Oh Gott, was war das denn? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ach Gott, kann ich das wieder zusperren? Nur so, falls ich habe, ich gehe besser nicht runter. Nee. Ja, da gehe ich nicht runter. Oh mein Gott, damit habe ich echt nicht gerechnet, muss ich sagen. Okay, suchen wir mal nach Sissy, wenn du das gerade so sagst. Vielleicht ist sie ja wieder bei dem Piano oben. Nein. Ich denke mal, dass wir jetzt nach Sissy suchen müssen, wenn er das so schon gesagt hat. Oh Gott, also das war jetzt... Ja, ich hoffe, es war nur eine Einbildung von David. Sonst wäre das ja ziemlich... Oh Gott, Herzinfarkt. Ja, war das Sissy? Oh Gott, das hat mich echt erschrocken, Leute. Okay, dann wird es ja wohl hier irgendwo sein. Um Gottes Willen, aber ich habe mich jetzt echt vor diesem Geräusch erschrocken. Oh. Sissy, was ist passiert? Ich bin zum Fenster gegangen und der Boden hat nachgegeben. Was soll ich denn tun? Sissy, spring hier rüber. Es ist gefährlich dort drüben. Nein, ich kann nicht. Ich rutsche. Und ich kann mit Sicherheit nicht so weit springen. Eine Lücke, die so groß ist? Das ist jetzt keine Zeit für Pessimismus. Es wird zerbrechen. Schnell. Beeil dich, ich fange dich. Oh Gott. Okay. Wie fett ist denn die Sissy? Nee, Spaß. Um Gottes Willen. Das war zu knapp.
Bist du in Ordnung, Sissy? Bist du verletzt? Sissy? Oh. So. Angst. Ich hatte so Angst. Oh Gott. Nicht weinen, Sissy. Ah, die Illustrationen zwischendurch, die sind echt schön. Nicht mehr. Ich mag die Finsternis nicht. Warum? Warum mache ich... Es ist in Ordnung, Sissy. Es tut mir leid. Ich weiß, du hattest Angst. Aber es ist nun in Ordnung. Weine nicht. Aha. Oh Gott, wie süß. Er tröstet sie so schön. Er ist so nett. Es tut mir leid. Ich hatte Angst und war verwirrt. Es ist in Ordnung. Ich bin froh, dass du nicht verletzt wurdest. Hast du gefunden, nach was du suchst? Nein, noch nicht. Es war nicht in dem Zimmer, in dem ich übernachtet habe. Ich frage mich, wo es sein könnte. Es muss wichtig sein, wenn du hier ganz alleine danach suchst. Du kannst immer aufgeben. Es ist hier echt nicht sicher. Ich kann es nicht aufgeben. Ich muss es finden. Was ist es denn, um genau zu sein? Tut mir leid, wenn ich frage. Ich habe mich nur gewundert. War es ein Geschenk, oder? Es ist ein Geschenk von meinem Freund. Es ist das wichtigste Ding für mich. Nach meinem eigenen Leben. Ja, dann kümmere dich doch erstmal um dein eigenes Leben, Mädel. Ah, ich verstehe. Tut mir leid, wenn ich neugierig war oder dir zu nahe getreten bin. Ich werde auch weiter danach suchen. Du suchst nach jemandem, oder? Ich habe bisher noch keinen getroffen, aber... Kannst du mir mehr über sie erzählen? Okay. Nun, ich weiß selbst nicht wirklich mehr. Nur, dass es ein Mann in meinem Alter sein muss. Hm? Du weißt so wenig über die Person, nach der du suchst? Du bist ein seltsamer Kerl, David. Bin ich nicht? Es gibt nur so ein paar Dinge, die ich fragen möchte. Und ich weiß nicht, wie er aussieht, also... Fremd, aber wirklich nett. Ja, das finde ich auch. Ich wäre wirklich schwer verletzt, wenn du nicht da gewesen wärst. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass du mich gerettet hast. Ich sollte jetzt gehen. Pass auf dich auf, David. Ich sehe dich noch. Oder, ja, wir sehen uns noch. Oh, er ist wirklich nett. Na, warum hat das Musik aufgehört? Okay, sie sucht nach einem Geschenk von ihrem Freund und sagt, in dem Zimmer ist es nicht. Ist es das Zimmer vielleicht? Ist es vielleicht die Ex-Freundin von... Oder was heißt... Ja, ist es vielleicht die Freundin vom... Vom Typen, den wir... Also der in unserer Wohnung davor gelebt hat? Weil, aber das... Aber warum sollte sie dann... Weil er hat ja geschrieben, dass sie ihn verlassen hat, so quasi. Und dann... Warum sollte sie dann nach so einer Sache suchen? Ja, wobei die Sache ist ja... Man muss sich ja nicht immer so aus Gründen so du Arsch und so trennen. Seltsam. Aber vielleicht... Das werden wir bestimmt noch herausfinden. So. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Ich meine, wir haben jetzt keinen Schlüssel oder so... Oder war da noch mal was? Ich meine, er geht ja nicht mehr da runter. Oh oh. Die Kellertür ist offen. Oh oh! What? Moment. Warum? Wie ist das Viech da rausgekommen? Wie? Ach Mann! Sowas mag ich gar nicht. Nee, es ist nicht mehr da. Okay, aber vielleicht können wir jetzt irgendwas holen. Okay, Weinfässer, große Fässer. Da hinten ist was. Warum konnte man das vorher nicht nehmen? Das sieht er natürlich erst jetzt. Ist hier, das ist etwas. Ein Bronzeschlüssel. Okay. Aber sonst war hier ja nichts mehr, ne? Nee. Okay, dann haben wir jetzt einen Schlüssel. Ja, kann man das... Na ja, gut, zu machen müssen wir ja nicht. Da ist ja nichts mehr. Die Frage ist, oh, ist das Viech jetzt? okay, ein Bronzeschlüssel.
Ich würde sagen, die Tür suchen wir noch in den Raum. Ja, haben wir noch ein bisschen. Ich wollte halt die Folge jetzt bloß nicht wieder so lang werden lassen wie die letzten beiden. Und da hinten. Nee, das war offen. Das war zu. Da war doch eine. Nee, die war verschlossen. Aber das ist nicht. Okay, ja. Ich habe jetzt echt Schiss, dass das Viech hier irgendwo rumläuft. Selbst wenn es nur seine Einbildung war, er bildet sich jetzt ja wahrscheinlich vielleicht weiter ein. Bronzeschlüssel benutzt. In die Bar! Jetzt können wir einen trinken gehen, gemütlich. Okay, Weinfässer, die sehen aber ja, sehr leer aus. Okay, leere Bierflaschen. Ach, schade. Da können wir jetzt so ein einziehen, so leere Bierflaschen. Was? Was? Oh, da war eine voll. Okay, das war nicht so schnell wegklicke. Brandy, das sind Tonnen von Alkohol drin, also sehr hochprozentig. Ich würde wahrscheinlich zu brennen anfangen, wenn ich das trinke. Oh ja, wer schon mal irgendeinen hochprozentigen Schnaps getrunken hat, der weiß, dass das sehr, sehr brennt. Den kann ich auch nicht verstehen, warum man das. Ja, nimm's halt mit. Okay, vielleicht brauchen wir das ja nochmal. Vielleicht, wenn so, wenn er durchdreht, dass er sich dann einfach einen wegtrinkt, so nach dem Motto. Ein Journal scheint hier geschrieben worden zu sein von einem Mitarbeiter. Die letzte Seite ist Rambling, ja, irgendwie verknittert oder sowas und sehr schlampig geschrieben. Oder sehr schnell. Ein Toast auf unseren. Ja. Eigentümer? Was? Auf unseren Eigentümer? Okay. Die Mitarbeiter haben dem Eigentümer anscheinend gehört. Okay. Nicht der Arbeitgeber, sondern. Oh, okay, ein Toast auf unseren Eigentümer, der seine Bediensteten zurückgelassen hat und in die Nacht geflohen ist. Oh. Okay, anscheinend mochten sie ihn nicht so, sonst wären sie sehr traurig. Wir werden trinken. Wir werden das ganze Bier trinken, das wir haben. Zur Hölle, das ist das einzig gute Ding hier. Okay. Keinen Job zu haben ist nicht gut, aber zumindest müssen wir nicht mehr diesen ja, Spinner, diesen Blödmann sehen. Wir waren so krank von diesem Eierkopf, der immer versucht hat, seine Intelligenz zu. Sie so zur Schau zu stellen, vielleicht. Ich weiß nicht, was Flaunt heißt. Oder ja, der hat immer seine Intelligenz oder Beweis stellen musste. Komisches Zeug für die Kellertür installiert haben. Also er hat komisches Zeug für die Kellertür installiert. Ein Nummernschloss für den für das ja, für den Speise für die Speisekammer. Wird's da von der Besen? Okay, da ist wahrscheinlich dann die Bodenplatte gemeint. Toll, der Hinweis kommt ja früh. Ich bedenke, wie ich mich da jetzt schwarz gesucht habe. Mann! Seine ganzen albernen ja, Erfindungen oder diese ganze alberne Zeug, das ganze alberne Zeug hat diesen Ort unmöglich zu laufen gebracht. Also, dass er halt. Das Hotel läuft halt nicht gut, hat halt nicht mehr viele Bewohner gehabt. Also, Gäste. Zusätzlich dieser Passcode mit diesem, war dieses Ding mit dem, mit einem Buch, welches er jeden Monat ja, gewechselt hat. Was zur Hölle tust du denn, wenn du das vergisst? Maybe, vielleicht ist es gut für ihn, aber zur Hölle sicherlich nicht für uns. Ah, das Buch, das jeden Monat geändert wird, hat also was mit dem Passcode zu tun. Aha. Okay, dann müssen wir vielleicht doch nochmal nach diesem Buch gucken dann. Das ist interessant. Was auch immer. Wenn wir dann fertig sind mit dem Saufen hier so im Feiern, dann sind wir hier raus. Ein Toast auf unsere hell erleuchteten Zukünfte. Okay. Die Tür zum Speiseraum ist in dem anderen Ende vom ersten Flur, richtig? Ein Passcode für Essen. Das klingt ziemlich verrückt. Ja, vielleicht hat er Angst, dass die ihm was wegfressen. Okay, also die Mitarbeiter konnten ihren Chef nicht wirklich ausstehen, wenn man das jetzt so liest. Leere Bierflaschen.
Leere Bierflaschen. Ein Glas, okay. Und leere Bierflaschen. So, jetzt geh mal vielleicht noch zu dem Raum. Wie hieß denn das Buch nochmal? Muss ich jetzt nochmal gucken. Dann können wir vielleicht dann das nächste Mal den Passcode holen, weil ich jetzt dann die Folge nämlich beenden werde. Buch des Monats, der strenge Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Okay, der strenge Fall, ja. Ja, dann beende ich die Folge. Ich nehme jetzt dann gleich noch weiter auf, aber die Folge wird jetzt beendet, genau. Weil sonst ist die wieder zu lang und ich muss das ja auch noch zusammenschneiden oder was sagt das Zeug, was ich hier gesucht habe, rausschneiden. Nein, das muss man ja nicht sehen. Gut, dann beende ich die Folge und dann sehen wir uns eigentlich beim nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich vielleicht den Passcode finden. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.